Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einem neuen Folge. Echo. Ach Quatsch. Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge The Universum. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Unser Gebiet wird immer größer und größer und es kommt auch voran. Ich habe nämlich zum Beispiel hier einen Süßigkeitenstand. Cool, das variiert immer je nachdem, was man baut. Aber schauen einfach mal weiter. Nach dem Intro. Bleibt dran. Ich habe noch ein paar Aufträge gegeben. Problem? Ah doch, ich habe wieder ein paar Arbeiter. Ich hatte nämlich eine Zeit lang keine Arbeiter mehr. Jetzt sind es ein paar mehr. Keine Ahnung, wonach der hier sich windet und tut, aber es klappt. Die Erforschung der Backenzähne wurde in größte Schwierigkeiten abgeschlossen. Und das Ärzte-Dasein, das ist wichtig. So, was kannst du denn? Verdammt, nach Erinnerung des Dams fühlt sich bla 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 bla. Friedhof, wollen wir uns einen Friedhof gönnen? Das ist das Einzige, was wir hier auf jeden Fall machen können. Ledertaschen, Menge Ressourcen, die man tragen kann, hängt. Ich glaube, das müssen wir mal machen, dass die ein bisschen mehr tragen können. Und wir können einen Arzt bauen. Der ist wichtig. Da ist es, das Krankenhaus. Boah, ist das riesig. Optimalerweise ja hier irgendwo, wo die alle leben, ne? Ich pack das hier hin. So, der Winter kommt auch schon wieder. Ekelhaft. Wachturm ist fertig. Genau, ich habe nämlich hier hinten noch einen zweiten hingebaut. Was bist du denn? Du bist erschöpft von der Jagd wahrscheinlich. Komm vom Alter. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe aber 22. Achso, hier seid ihr 1 und 2. Ah, Gott sei Dank. Kommst du mal dahin. Kann ich auf jeden Fall noch ein paar mehr zuordnen, alles. Da ist jemand dran, der holt sich ein bisschen Spaß. Und ich würde sagen, deswegen bauen wir auch direkt noch ein Geschäft. Das müsste man auch fast schon mal nochmal bauen. Wo war denn das Geschäft jetzt? Da. Gibt es nur den einen? Ja, ich setze mir mal hier noch einen rein. Oder lieber eine Gaststätte. Echt auch nicht verkehrt. Gaststätte und ein Geschäft. Immer so an potenziellen Stellen. Wirtschaftshaus, genau, das haben wir ja hier. Krankenhaus bauen wir da hinten gerade. Krankenhaus kriegt Priorität. So. Hier im tiefen Winter. 90 Wasser, weil hier habe ich ein zweites Werk. Das ist schon mal gut. Nahrung 15 und 8 werden benötigt. Da müssen wir auf jeden Fall noch weiter ran. Da freue ich mich schon, wenn es dann endlich mal die Farm gibt. Aber er hält sich noch ein bisschen schwer damit. Der baut hier einfach fleißig. Kann die Forschung auch jederzeit abbrechen. Schalte Benachrichtigung.
Ah, hier, ich flehe dich um Hilfe und sag mir ein 5 Minuten Zeit. Finde und bring ihn zu seinen Eltern zurück, bevor du unglaubliche Erfahrungen machst als jeder. Okay. Finde Thynos. War klar, dass der nicht hier ist, ne? Tyquino, wo soll ich dich denn finden? Tyquino. Keine Ahnung, wie das geht. Guck mal hier, ein helles Mammut. Ein Mammutbaby vielleicht. Nee, oder ein weibliches Mammut. Beinbruch. Ja, wird Zeit fürs Krankenhaus, ich weiß. Elu. Müssen wir jetzt so vielleicht nach der Optik gehen? Schiff, Schiff. Krankenhaus steht. Komm, du wirst als erstes mal hier direkt besetzt. Ich weiß nicht, wie ich den finden soll, um ehrlich zu sein. Nachher hassen die mich. Du siehst zwar ein bisschen Bewegung, aber der könnte ja überall sein. Lesen. Sehen Sie, was geht mit dir ab, Alter? Maskenball? Also, ich will dich arme Hilfe. Unser Familie ist in Sterbenhaufen. Unser kleines Baby Thyno. Tyquino war gerade draußen im Spiel. Normal. War safe. Normalerweise beobachte er dabei, jedoch wurde ich von Exe des Nachbarn abgelenkt, die zum Mal heute war. Ich fordere sie darauf, Exe zu den anderen Hof zu setzen. War verschwunden. Einer der Kuriere sah, dass es... dankbar sein. Ja. Wald. Jäger. Das werden wir wohl nicht packen. Ach, das sind alles Tiere. Wir haben keine Zeit, die uns anzugucken. Ihr habt alle Durst, dann trinkt doch was. Der Brunnen ist da. Die Frage ist, wie weit kann so ein Kind wegrennen? Stattung.
Tiereier. Wieder nun. Tino, seinen letzten Atemzug wegen getan, so plötzlich und doch so vorstellbar. So, wo bist du jetzt? Bin jetzt traurig. Der Frühling ist wieder da. Die sind alle unglücklich. Ihr wollt aber auch nicht, habe ich das Gefühl. Oh Gott, alle tot. So, der Friedhof. Ganz wichtig, sollte weit außerhalb sein. Ist mal fernab von allem so. Auch sogar Vögel, geil. Hier, geht doch. Lagerfläche. Rein. Wir machen erstmal Landwirtschaft. Dann haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Ja, es tut mir leid. Finde Tino und bring ihn zu seinen Eltern zurück. Strafe meinen Erzfan. Finde meinen verlorenen Nugget. Ja. Haben wir leider nicht geschafft. Tut mir leid. Ist einer von uns gegangen. So, hier haben wir auf jeden Fall jemanden drin. Hier können sie rangehen. Ich kam sie eben auf die höchste und angenehme Weise in diese Welt. Heul doch. Ich sorge mich hier um euch und ihr. Gestorben und kommt jetzt in Urlaub. Das war's. Ja, er war halt auch alt, aber ist halt direkt weiter vererbt worden. Wenn der Friedhof fertig ist, können die alle dahin gehen. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, wie weit ich dieses Spiel auch richtig spiele. Muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ob diese Entfernungen so gesund sind. Friedhof ist fertig, sehr gut. Ah, wenigstens ein paar mehr. Eine 10-Jährige packe ich da nicht drauf. Du hier, ein 13. Mit Verbrennung. Also wenn er voll ist, können wir den alle verbrennen, glaube ich. Verschiedene Bestattungswege hier. Ach doch, einen Weg gibt's her. Mein 24, das ist schon mal geil. In der Demo ging es nämlich immer nur bis 20. Was hast du für Probleme? Ich kann einfach nicht mehr. Ausgezeichnet. Tino ist jetzt alt genug, um Hand anzulegen. Sehr schön. Ja, werden wir bald auch alles brauchen. Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid. Ich
Ich überlege, ob ich hier noch eine Schifffahrt hinsetze. Besser gesagt, an hier drüben, an das Gewässer. Danach dürft ihr euch mal ein bisschen was ausruhen. Ich weiß nicht, wie ich diese Hand auflegen, wie ich sie rausziehen kann. Kiefer 500 von 100. Angeblich kann man ja auch die Leutchen so, das konnte man auch in der Demo, aber hier ist es irgendwie nicht möglich. So ist es dunkel, so ist es hell mit Licht. Okay. Geht das vielleicht so? Keine Ahnung. Na, wir kommen ja stückchenweise vorwärts, so ist es ja nicht. Wir haben ja ein schönes Krankenhaus, die auch unsere Leute behandelt, dass sie nicht direkt verrecken. Aber zwei sind schon tot. Die ersten Tote. Aber ist keiner begraben, warum auch immer. Vielleicht weil der zu spät stand. Gut möglich. Bedarf 10, ich habe nichts. Ich muss hier echt mal. Ich brauche Großwild. Sieht die Falle nicht wirklich. Es sind wenige Finger verloren gegangen. So, du bist durch, das ist schon mal gut. So, weite Wege. Freuen die sich doch. Sind die ein bisschen schneller zu Fuß? Schon wieder jemand tot. Nein, Shizu. Shibuzu. Aber jetzt geh mal zum Friedhof. Dafür ist er doch da. Oder holt die jetzt jemanden ab? Mit der Schubkarre. Wie makaber. Ich fühle mich etwas kalt heute. Ich brauche einen Berg vom Mann. Ich sag mal. Dann such dir einen Totengräber. Komm, die verfolgen wir noch und dann. Da liegt sie. Wie alt bist du geworden? 38, ja, das ist aber. Nicht alt. Mumifiziert. Naja, die ersten Toten haben wir. Können wir nicht ändern. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß. Und wenn ja, schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein oder meine anderen Let's Plays. Ich sage ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.